Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Erdbeben. Einige Städte und Dörfer wurden zerstört. Nach dem Erdbeben wurde ein großer Bruch nahe des Epizentrums am nördlichen Hang des Berges Amigara entdeckt. Der Bruch war tief und mehrere Kilometer lang. Dieses Ereignis zeichnete den Anfang des merkwürdigen Vorfalls. Immer noch auf dem Amigara-Berg? Ich bin schon seit einer Weile unterwegs, aber ich habe noch nichts gesehen. Hey! Hallo! Hier drüben! Ich bin Owaki. Und wie ist dein Name? Ich bin Yoshida. Suchst du auch nach dem Bruch? Ich meine nichts für ungut, aber eine Bergsteigerin ganz alleine hier? Ich denke, du bist auch deswegen hier, oder? Ich hab's im TV gesehen und es hat mir irgendwie keine Ruhe gegeben. Als ich's gesehen hatte, wusste ich, dass ich herkommen musste. Wirklich? So ging es mir auch. Ist schon ziemlich merkwürdig, oder? Es ist ein Wunder der Natur. Es hat das ganze Land, nein, die ganze Welt fasziniert. Huh? Hast du die Stimme auch gehört? Müssten wohl die anderen sein, die auch hierher gekommen sind. Lass uns den Weg weitergehen. Ich bin mir sicher, dass wir gleich am Bruch sind. Oh. Oh. Es sieht genauso aus, wie sie es im Fernsehen gezeigt haben. Aber viel beeindruckender. Tausende menschlich geformte Löcher wurden in dem Bruch nach dem Erdbeben freigelegt. Also, vor dem Erdbeben waren sie unterirdisch. Es wundert mich, wie das passiert ist. Schau, vielleicht sind das Forscher von einer Universität. Sie untersuchen die Löcher. Selbst dieses 30 Meter lange Glasfaserendoskop kann das Ende nicht finden. Wie tief ist das Loch wohl, Professor? Es scheint, als würde das Loch im Berg abzweigen. Jedoch ist es unmöglich, dass es eine natürliche Formation ist. Irgendjemand muss sie von innen heraus gegraben haben. Aber wie konnte man so eine Form aus so harten Stein graben? Außerdem, müsste es nicht eine Art Eingang geben? Bisher wurde sowas noch nicht gefunden. Ich denke, der Eingang wurde über Jahre hinweg mit Erde versiegelt. Durch dieselben Kräfte, die auch diese Löcher verschlossen haben. Dann müssten diese Löcher ja uralt sein. Aber wenn das der Fall wäre, wer hatte die Technologie, um sie herzustellen? Und welchen Zweck hatten sie? Sei vorsichtig, Yoshida. Hier ist es steil. Was machst du? Du siehst aus, als ob du nach etwas Bestimmtem suchst. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Was genau? Was hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Ich weiß genau, dass ich's gesehen habe. Eins von diesen Löchern. Ich hab's nur ganz kurz gesehen. Deswegen bin ich hierher gekommen, um sicher zu gehen. Aber hier sind so viele Löcher. Ich weiß nicht, wo meins steckt. Okay, aber was ist besonders an diesem Loch? Es hatte meine Form. Was? Es ist identisch. Nein, es ist mehr als das. Dieses Loch ist meine Silhouette. Es basiert auf mir. Ich schwöre, ich mein's ernst. Wovon redest du da? Diese Löcher müssten tausende von Jahren alt sein. Wie könnten sie deine Form haben? Ist das nicht ein bisschen egoistisch? Ich mach keine Witze. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ich weiß genau, dass es meins war. Das braucht keinen Sinn ergeben. Also ihr auch. Ich fühlte mich genauso, nachdem ich es im Fernsehen gesehen hatte. Also kam ich her, um nach meinem Loch zu suchen. Und du bist? Mein Name ist Nagagaki. Es ist ein unglaubliches Phänomen.
Die meisten kamen wegen dem gleichen Grund her. Wir suchen alle nach unseren Löchern. Und ich habe endlich meins gefunden. Hier ist es. Schau, wie perfekt ich reinpasse. Hm? Du siehst so aus, als ob du mir nicht glauben würdest. Ach, nehme ich dir nicht übel. Ich kann dir nämlich genau zeigen, dass es mein Loch ist. Schau genau hin. Hey, was? Hey, komm zurück! Das ist gefährlich! Hey! Oh mein Gott, komm zurück! Ich glaub's nicht! Der Typ ist einfach in das Loch gegangen! Ich weiß nicht, ob er wieder rauskommt! Menschen versammelten sich um das Loch und riefen nach ihm, aber Nakagaki kam nicht wieder raus. Professor, wir haben mit dem Glasfaserendoskop nach ihm gesucht, aber wir haben nach 30 Metern immer noch nichts gefunden. Er muss noch tiefer drin sein. Das ist ein Notfall! Ruf den Rettungsdienst! Wir haben nun Neuigkeiten zum Mann, der im mysteriösen Loch verschwunden ist. Sein Verschwinden liegt schon über 3 Stunden zurück. Ein Mitglied des Rettungsteams versucht, das Loch zu betreten und den Mann so zu bergen. Er muss verrückt sein, um dort reinzugehen. Es ist nun Nacht und immer noch kein Lebenszeichen von dem Mann aus dem Loch. Das mutige Mitglied des Rettungsteams musste sich nach 5 Metern zurückziehen. In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum. In diesem besagten Traum war ich Nakagaki. Ich war gefangen in kompletter Dunkelheit. Hunderte von Metern in diesem Loch. Ich kann mich nicht bewegen. Ich stecke fest. Das Erdbeben. Das Loch muss sich verformt haben. Deswegen kann ich mich nicht bewegen. Irgendjemand muss mir helfen. Gott sei Dank. Es ist morgen. Es war nur ein Albtraum. Ist er immer noch da unten und krümmt sich weiter in das Loch rein? Oder vielleicht wurde er gerettet. Ich finde das heraus. Oh. Du bist schon wach? Weißt du, was mit Nakagaki passiert ist? Er ist immer noch weg. Egal, kannst du eben mitkommen? Ich muss dir was zeigen. Was denn? Ich hab's gefunden. Ich hab mein Loch gefunden. Es hat sich herausgestellt, dass es weiter unten am Bruch war. Kein Wunder, warum ich es nicht gefunden habe. Hier ist es. Naja, es sieht schon ein bisschen aus wie du. Es ist identisch. Yoshida, was ist denn los? Warum zitterst du? Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Dieses Loch. Sie haben es für mich gegraben. Es ist bestimmt nur ein Zufall. Es sieht dir nur ein bisschen ähnlich. Nein, das ist mein Loch. Es wurde für mich geschaffen, damit ich dort reingehe. Es hat die ganze Zeit da unten auf mich gewartet, damit ich endlich reingehen kann. Und wenn ich da reingehe, bin ich für immer in diesem Loch gefangen. Der Mann, der in das Loch gegangen ist, ist nun schon seit einem ganzen Tag verschollen. Er ist spurlos verschwunden. Hey, schaut mal da! Was hat das Kind vor? Hey, was machst du da? Geh da runter, bevor du dich verletzt. Das ist mein Loch. Es wurde nur für mich gemacht. Ich muss da reingehen. Sagt meiner Mutter auf Wiedersehen. Hey, stopp! Jemand muss ihn aufhalten. Ich glaub das nicht. Die anderen werden ihm bestimmt bald folgen. Oh nein, schaut hier rüber, da ist noch jemand reingegangen. Schnell, holt ihn da raus. Hier, noch einer. Nein, ich hab solche Angst. Yoshida! Ich muss in das Loch rein. Ich werde in diesem Loch sterben. Mach dir keine Sorgen, du wirst in Sicherheit sein. Es bringt nichts. Schau darüber.
Es gafft mich förmlich an. Meine Silhouette sagt, komm rein, komm in mir rein. Das sagt sie. Oh Gott, ich hab so Angst. Jetzt reiß dich zusammen. Okay, wenn du so Angst hast, dann helfe ich dir. Ich füll das Loch voll. Schau zu. Hier, schau. Jetzt bist du sicher. Willst du nicht zurück in dein Zelt? Nein, ich habe zu sehr Angst, um allein zu sein. Keine Sorge, ich bin bei dir. Ich war schon immer alleine, seitdem ich klein bin. Meine Eltern haben sich nicht um mich gekümmert. Nicht mal meine Freunde. Siehst du, Yoshida? Du hast Angst vor dem Loch, weil du immer alleine warst. Nichts ist einsamer als dieses Loch. Jetzt, wo ich bei dir bin, brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Wirklich? Ja. In dieser Nacht hatte ich wieder einen Albtraum. Er spielte in einer anderen Zeit, keine Ahnung, wie lange es her war. Ich hatte ein schweres Verbrechen begangen und war kurz vor meiner Strafe. Eigentlich war es mehr wie eine Todesstrafe. An der Felswand waren unzählbar viele Löcher von hingerichteten Straftätern. Wenn ein Verbrecher eine Tat in einem Ausmaß angerichtet hat, wurde in der Vergangenheit ein Loch in der Form eines Menschen gegraben. Ich war kurz davor, das Loch zu betreten. Ich spürte den kalten Stein überall an meinem Körper. Ich hatte keine andere Wahl, als mich vorwärts zu bewegen, auch wenn die Platzangst überall war. Die Wände waren so gekerbt, dass man sich nicht zurückbewegen konnte. Und ich rutschte immer weiter und langsam runter mit jeder Bewegung, die ich machte. Und nach der Zeit fühlte ich, wie mein Hals sich zog. Und zu meinem Erschrecken zieht sich mein Hals immer länger und länger, bis er eigentlich abreißen sollte. Nicht nur mein Hals, meine Arme, Beine und Oberkörper. Das Loch dehnte sich in alle verschiedene Richtungen gleichzeitig aus. Irgendwer muss mir helfen! Noch ein Albtraum. Wo ist sie hingegangen? Sie dürfte nicht weit gekommen sein im Dunkeln. Nein. Die Steine. Sie hat sie rausgenommen. Sie ist in das Loch gegangen. Hey! Yoshida, komm zurück! Verdammt. Warum? Warum hast du das gemacht? Warum? Das ist mein Loch. Einige Monate später. Professor, hier ist es. Genau wie es uns der Bergsteiger gesagt hat. Da war also ein Bruch auf der anderen Seite des Berges. Ich bin mir sicher, dass das ebenfalls vom Erdbeben geformt wurde. Aber anders als die auf der anderen Seite sind die hier ziemlich klein. Ah, schaut euch das an. Da sind Löcher. Aber
Sie haben nicht die Form von Menschen. Sie haben irgendwie gar keine Form. Ich frag mich, ob die wohl mit der anderen Seite verbunden sind. Ich schau mir das mal an. Professor, ich sehe etwas! Es kommt auf mich zu! Ah!